kein großes Problem. Das haben die gut im Griff, weil sie trinken mit. schöne Grüße an die Strophers. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wir müssten vielleicht sagen, wer jetzt bei diesem Country and Truck, wie heißt es eigentlich? Trucker und Country Festival als Band spielt. Wer ist alles da? Also die bekanntesten sind wohl für die Country-Fans Truckstop, ganz klar, und Gunter Gabriel. Es sind aber auch als Top-Eck am letzten Tag, glaube ich, sind ja 3 Tage, oder? Oder zwei Tage? 2 Tage. 4 Tage. 4 Tage, ne? 4 Tage. Komplett Pfingsten durch. Komplett Pfingsten durch. Es gibt, ist auch was Besonderes dabei, und zwar gar nicht so countrymäßig die Trockelauer Burm mit Heavy Volksmusik. Erklär ein bisschen, was das ist. Also Heavy Volksmusik, die haben sich quasi auf die so zünftige Bayerischkeit, sage ich mal, spezialisiert. Die gehen dann auch mit Lederhosen auf die Bühne, werden zum Country Festival wahrscheinlich noch Cowboyhüte dabei haben. Also es wird eine spannende Mischung für alle, die mal kurz was anderes brauchen als Country. Die müssen sich das anschauen. Da werden dann auch mal viele andere Leute kommen und die muss man sich mal angeguckt haben. Die machen eine Riesenstimmung und die werden auch sicher bei den Country-Fans gut ankommen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also die Erfahrung, die ihr jetzt inzwischen habt mit so hohen Besucherzahlen und so vielen Events, die kommt nicht nur von einem Truckerfest pro Jahr, sondern ihr macht ja auch ganz andere Events noch. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel den Battle of Metal macht dort. Was ist das? Also ist es ein Metal-Fest mit 1000 Bands? Ja, das war jetzt im vorletzten Jahr, war das unser Metal-Festival eben. Das haben wir jetzt aber aufgeteilt quasi auf mehrere Veranstaltungen unterm Jahr. Das ist dann kein großes Festival mehr, sondern sind mehrere kleine Veranstaltungen. Da hat man dann mehr von den Bands als an einem sonst Festival, ist, ja, wenn sie nur immer eine Stunde lang spielen. Dann gibt es ein Bike and Music Weekend. Was ist das? Also das ist mittlerweile unser größtes Festival. Und da geht es hauptsächlich um Bikes, Motorräder, bisschen Mädchen und heißen Asphalt. Das kann ich übrigens noch empfehlen, weil gerade das hat er so weggesprochen, bisschen Mädchen, da ist schon ziemlich viel Mädchen, also wenn man alleinstehend so irgendwo rumhängt und sagt, ach, was soll ich da hinfahren und so, Mädels sind da immer genug da und die laufen einem immer wieder über den Weg. Ja, also immer. Man muss alle ein bisschen aufpassen, muss man aus Versehen, gräbt man eine Strophe an, aber das erklären die dann auch recht gutmütig, das sind die auch schon gewöhnt. Die VW und Audi Days sind, glaube ich, seit 250 Jahren dort. Hatten mal einen Moderator, den ich unbedingt empfohlen hätte, rauszuschmeißen. Haben sie dann auch getan. Inzwischen ist VW und Audi schieben Kurzarbeit. Das ist das Ergebnis davon. Aber da treffen sich alle Wahnsinnigen, die, also Zehntausende von Leuten, die VW und Audi-Fans sind. Hast du da ein Lieblingsevent? Ist das zum Beispiel deiner? Also von der Musik her. Da läuft die meiste Disco-Musik, deswegen fällt mir das daher ganz gut. Aber so vom Spaß und von der Aufregung ist es das Bike and Music Weekend. Das ist auch fürs Auge was. Da kommen ja Burschen, meine Herren, also die Maschine allein schon, aber die Burschen sind nicht nur verkleidete Rechtsanwälte und Zahnärzte, sondern da kommen welche, da denkt man sich, die haben ihre Tattoos noch selber mit dem Maschinengewehr geschossen. Also das, da geht richtig was. Und da geht man auch so einen kleinen Bogen außenrum und denkt sich, ich kann leider nicht dein Freund werden, weil ich nur Mofa fahre, aber ich gehe jetzt einfach mal selbst so harte Typen wie ich gehen, ein bisschen auf die Seite und wie soll ich sagen, da ist, das ist ein bisschen, hat was von Terence Tarantino, ein bisschen was von, und trotzdem geht daneben der Familienvater mit dem Kind und das ist ja auch eine Sicherheitsfrage, wie klärt ihr sowas, dass bei so großen Sachen das eigentlich immer ruhig ist, also nicht mit übermäßig viel Sicherheitsbeamten genug, aber wie macht ihr das? Na, wahrscheinlich, weil es bei uns nicht so langweilig wird, dass die auf dumme Gedanken kommen und wir beschäftigen Leute so gut, dass die sich nicht selbst beschäftigen müssen und irgendwelche Dummheiten machen. Und zur Not gibt es natürlich immer eine Security. Am Bike and Music Weekend veranstalten wir zusammen mit einem Motorradclub, den Night Rider MC, und wenn du einen Club dabei hast, da verhalten sich alle ganz ruhig, weil wie du sagst, die schauen schon recht eindrucksvoll aus und da hat man Respekt. Wann ist eigentlich dieser Event mit den American Cars? Das ist jetzt, glaube ich, da auch dabei ein bisschen oder ist das beim Trucker gar nicht? Da ist nichts dabei. Wo sind die American Cars dabei? Das ist unsere Street Mac Show.
Und nee, die ist da nicht dabei, die ist 2 Wochen später. Die ist so am 13.06. bis 15.06. Das ist auch ein schönes Event, wenn man Rockabilly-Musik mag. Und die habe ich auch sehr gern. Da kommt man gut auf seine Kosten. Und die ganzen Ami-Kreuzer, das sind einfach herrliche Schlitten. Die sind toll. Kann ich nur bestätigen, jetzt, wenn man immer wieder solche Festivals hat, geht man da überhaupt noch woanders hin? Jetzt du, geht man irgendwo fort und hat da noch einen Blick, zum Beispiel jetzt ACDC, gut, kann man noch hingehen, kann ich mir noch vorstellen, aber geht man sonst noch auf solche Events? Natürlich, wenn das deine Arbeit und dein Leben ist, dann musst du dich auch umgucken, was andere machen, schauen, wo bist du besser, wo sind die anderen vielleicht besser, und da kommst du auch mal dazu oder musst quasi sogar die anderen Festivals anschauen. Was nichts Schlechtes ist, das macht jedes Mal auch einen Riesenspaß und ist auch mal schön, auf der anderen Seite zu stehen. Und auch nicht diese Verantwortung da, zum kein Funkgerät.